Wer kreativ werden will, kann sich einen Esstisch selber bauen. In dieser Videoanleitung wollen wir euch zeigen, wie man einfachen Holztisch plant und mit wenig Werkzeug realisiert. Für unser Modell braucht es nur 4 Teile, ein Tischgestell, welches aus 3 Elementen besteht, und eine Tischplatte, die darauf montiert wird. Er ist auf 4 Personen ausgelegt und kann als Arbeits- oder Esstisch genutzt werden. Beginnen wir mit dem Material und dem Werkzeug, das ihr für den Bau des Tisches braucht. Als Holzart haben wir uns Fichte-Leimholzplatten mit einer Dicke von 2,7 mm ausgesucht. Dies gilt sowohl für die Tischplatte als auch für die Unterkonstruktion. Als Holz für die Tischplatte nutze ich eine alte Schreibtischplatte, die ich auf die Maße 105 x 70 cm zuschneide. Die Unterkonstruktion besteht aus 3 Holzplatten, 2 Seitenteilen und einem Mittelteil. Da die Tischhöhe insgesamt 70 cm betragen soll, sind die Maße hier bei den Seitenteilen 67,3 cm Höhe und 56 cm Breite, beim Mittelteil 25 cm Höhe und 83 cm Breite. Da die Tischbeine ganz exakt passen müssen, habe ich die Tischplatten bereits im Baumarkt zuschneiden lassen. Zum Zusammenfügen brauche ich 8 Kreuzschlitzschrauben mit 8 mm Länge und 4 Eisenwinkel. Da man die Winkel aus einigen Perspektiven sieht, habe ich mich für schönere braun lackierte Winkel entschieden. Als Werkzeug sind nur wenige Maschinen nötig, die meisten bereits zu Hause haben. Eine Bohrmaschine, eine Stichsäge und einen Schwingschleifer. Sobald ihr alle Teile zusammen habt, können wir im nächsten Schritt mit der Rohkonstruktion beginnen. In die beiden Seitenteile will ich rechteckige abgerundete Aussparungen hineinschneiden. Die Aussparungen sind so bemessen, dass rundherum ca. 10 cm Holz übrig bleibt. Das Ganze zeichne ich mit Bleistift vor. Damit die Rundungen gleichmäßig werden, habe ich zum Anzeichnen einen runden Plastikdeckel verwendet. Die Auflage oben für die Tischplatte bleibt gerade, während die Ecken unten ebenfalls rund werden sollen. In den Mittelteil kommt ebenfalls mittig eine runde Aussparung, die 8 cm hoch ist. Damit ich die Stichsäge in die Aussparung einsetzen kann, bohre ich mit einem 8er Bohrer Löcher vor. Ich mache hier 6 Löcher pro Aussparung, so lässt sich die Stichsäge in den Rundungen leichter drehen. Bevor wir mit den Aussägen beginnen, kurz ein Wort zu den Sägeblättern. Es gibt unterschiedliche Arten, hier Sägeblatt für schnellen oder sauberen Schnitt genannt. Beim sauberen Schnitt franzt die Sägekante viel weniger aus, das heißt, ihr müsst später weniger schleifen. Im nächsten Schritt werden alle Aussparungen und Rundungen mit der Stichsäge ausgesägt. Versucht möglichst sauber zu schneiden, denn jede Ungleichmäßigkeit muss man später rausschleifen. Macht euch aber keine Sorgen, wenn Schnitte etwas ungleichmäßig werden. Das ist bei jedem, der kein Profi ist, normal und kann später beim Abschleifen gut kaschiert werden. Auch bei der Tischplatte habe ich mich für runde Ecken entschieden, die ich mit dem Plastikdeckel angezeichnet habe. Welche Tischform ihr haben wollt, müsst ihr natürlich selber entscheiden, aber ich mag nun mal weichere Formen. Sobald ihr alles ausgeschnitten habt, müssen vor dem Lackieren alle Holzteile sauber abgeschliffen werden. Hierzu nutze ich einen Schwingschleifer und beginne mit einem groben Schleifpapier mit einer 80er Körnung. Damit schleife ich nicht nur die faserigen Kanten ab bzw. gerade, sondern auch alle Flächen. Den Feinschliff erledige ich mit einem 120er und anschließend noch mit einem 240er Schleifpapier. Wer Ecken abrunden will, kann dies ebenfalls mit dem Schwingschleifer machen. Wenn man damit nicht rankommt, schneidet man ein Schleifpapier in Streifen und rundet damit die Kanten ab. Das sieht vielleicht etwas mühsam aus, geht aber mit ein bisschen Übung ganz schnell. Am Ende sollte alles so glatt sein, dass ihr mit den Fingern keine Rauheiten oder Fasern mehr spürt. Dann sind eure Teile fertig zum Ölen oder Lackieren. Als Holzschutz habe ich mich für Leinölfirnis entschieden. Es ist als Grundierung und als Finish geeignet und lässt sich einfach verarbeiten und restaurieren. Zudem ist es ungiftig, hält lange und feuert die Maserung des Holzes schön an. Wer mit der Verarbeitung der Firnis nicht vertraut ist, findet am Ende einen Link zu einer Videoanleitung, in der ich alles Wichtige zeige und erkläre. Wer einen anderen Farbton haben will, nimmt ein anderes Öl zum Versiegeln. Klarlack funktioniert natürlich auch. Nachdem alle 3 Schichten der Firnis, das heißt 3-mal Ölen, fertig ausgehärtet sind, baue ich den Tisch zusammen. Das Mittelteil soll mit den Seitenteilen mit 8 Kreuzschlitzschrauben a 8 cm befestigt werden. Dazu zeichne ich an den Seitenteilen mittig je 4 Bohrlöcher an, die 5 cm Abstand zueinander haben. Anschließend bohre ich die Löcher mit einem 3er Bohrer vor, damit das Holz beim Anschrauben nicht springt. Damit die Teile sauber verbunden werden, lege ich sie auf einen geraden Untergrund und richte sie mit Winkeln ein. Hier ist ein Helfer günstig, der die Teile in der richtigen Position fixiert. Sobald alles passt, schraube ich die Seitenteile am Mittelteil fest.
Damit ist die Unterkonstruktion soweit fertig und wir können mit der Montage der Tischplatte beginnen. Die Tischplatte lege ich verkehrtherum auf den Boden und richte darauf die Unterkonstruktion passend aus. Um die Teile miteinander zu verbinden, schraube ich die Tischbeine und die Tischplatte mit 4 Eisenwinkeln fest. Damit ist unser Tisch fertig. Ich hoffe, dass ihr einige Ideen gut findet und für euer eigenes Projekt brauchen könnt. Wer die Anleitung in Ruhe nachlesen will, findet in der Videobeschreibung wieder einen Link zum Artikel.